Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Dieser italienische Bauernanführer ist dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen, denn ja, er hat die Krieger von Perun ein bisschen ausgetrickst, die sind besiegt worden und unser Kriegsvolk, das wir dort ausheben wollten, das ist nicht angekommen. Aber es ist noch da. Insofern müssen wir es natürlich neu ausheben. Dazu muss ich hier diesen Punkt nochmal erwischen. Machen wir das... Ja, irgendwie kann ich den nicht anwählen. Hier, jetzt geht es. Und verlegen das mal nach hier und holen jetzt hier das Kriegsvolk. So, dann sollte es hoffentlich möglich sein, diese Bauern zu besiegen. Bevor wir das machen, haben wir uns aber dann noch um etwas anderes zu kümmern, nämlich unter anderem um einen Vorzug, den wir hier vergeben können. Wir sind ja Gelehrter geworden, wir haben jetzt noch einen weiteren Punkt in diesem Bereich zu vergeben. Eigentlich ist mir aufgefallen, will ich gar nicht in diesem Bereich weitermachen. Es würde natürlich naheliegen, klar, bei seiner Bildung jetzt hier auch im Bildungslebenswandel weiter freizuschalten. Aber Theologe passt nun gar nicht, das kommt nicht in Frage. Gesunder Körper würde sicher irgendwie ein bisschen passen. Und deswegen geben wir natürlich auch einen Punkt hier rein. Anatomische Studien immerhin, die Behandlung von Hofärzten haben bessere Ergebnisse. Aber jetzt mal für die nächste Zeit gedacht, will ich lieber in eine andere Richtung mit ihm gehen, auch wenn wir da natürlich nicht so viel Erfahrung gewinnen. Aber ich finde ganz passend, wenn wir ihn zu einem Architekten machen, gerade mit Blick auf seine Baumaßnahmen, was die Universitäten betrifft, auf seinen ganzen Ansatz irgendwie hier vielleicht so eine Art Renaissancefürst, ein Fürst einer neuen Zeit zu sein und diese neue Zeit auch in repräsentativen Bauten irgendwie wirksam werden zu lassen. Deswegen werde ich Schwerpunkt auf Domäne nehmen. Das passt ja hier ganz gut und dann werden wir hier diesen Zweig erstmal machen. Wird ein bisschen länger dauern, aber ich denke, wie gesagt, ganz passend und auch mal etwas anderes. Ansonsten habe ich nochmal ein bisschen nachgedacht über die Sache mit unserem Sohn, der jetzt wieder volljährig ist. Ich denke, wir werden ihm noch keinen Titel geben, sondern erst, wenn wir hier gegen Italien gezogen sind und dort ein Herzogtum erobert haben. Das sollte ja auch nicht mehr allzu lange dauern. Theoretisch kann es schon in 4 Monaten losgehen, aber vorher müssen wir natürlich die Bauern besiegen. Ne? So, hier ist, glaube ich, nichts Neues mehr dazu. Wir können Dynastie- und Hausmitglieder rufen, das wollen wir aber nicht. Wir warten jetzt erstmal auf die... Ja, die hauen jetzt schon wieder ab. Das ist natürlich übel. Beziehungsweise nein, sie belagern. Okay. Gut, das ist schön. Dann können wir sie dort abfangen. So, oder? Calatafermi wird von Anführer Duccino belagert. Ne, warte mal, der Anführer muss doch aber hier sein, würde ich mal sagen. Ne? Der war, der müsste eigentlich, wir gucken mal. Ja, der ist dort. Insofern waren das Fehlinformationen. Da unten wird zwar belagert, aber nicht durch den Anführer. Wir sind jetzt da und König Habe führt Truppen 10.000 gegen 14.000. Müsste eigentlich machbar sein gegen die Bauern. Und ich hoffe, wir können auf diese Art und Weise diesem Spuk jetzt ein Ende setzen. Die Schlacht läuft mit -3, aber aufgrund der Qualität der Truppen wird das klappen. Okay. Aber... Oh mein Gott, okay, die Sache scheint sich länger hinzusehen. Und das ist jetzt wirklich bitter vom Timing. Wir müssen eigentlich Druck machen gegen Italien. Das Blöde ist, wir können keinen Krieg... Also wir könnten natürlich gleichzeitig gegen die Bauern kämpfen und gegen Italien. Oh Gott, und die 30.000 gehen dort auch auf See. Das ist natürlich auch super ungünstig. Aber geht natürlich nicht, wenn wir Truppen ausgehoben haben. Aus dem Grunde müssen wir, also wir könnten sie natürlich jetzt nach Hause schicken, aber das wiederum dauert 7 Monate, ehe wir sie dann wieder bereit hätten. Das ist also auch keine wirkliche Alternative. Gut, ziehen wir erstmal dorthin, besiegen den Gegner dort. Wir wissen im Moment nicht genau, wo er sich befindet. Doch, er scheint sich dort zu befinden. Ja, aber ein bisschen Glück schaffen wir es, ne? Was ist hier denn noch eigentlich los gewesen? Euer Nachbarkönig Jerolim von Moldawien greift... Das Disputat an. Okay, das betrifft nicht uns. Waffenstillstand mit Italien läuft aus. Ja, genau. Das ist das, was wir eigentlich jetzt hier machen wollen. So, und da geht's rein. Okay, Großbürgermeister hat eine Nebenlinie erschaffen. Wir sind mit +94 dabei. Warum ist das denn so wahnsinnig? Ah, schon wieder die verschuldeten Bauern. Und wir haben ihn wieder nicht gefangen genommen. Das ist doch widerlich. Das ist doch widerlich. So, und nun, was machen wir nun? Jetzt müssen wir nach Sizilien? Oder wollen die etwa auf der anderen... Nein.
Okay, wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Da, auf diesem Schiff. Wo wird dieses Schiff sich hinbewegen? Also, er könnte uns jetzt unfassbar nerven, wenn er jetzt irgendwie die, die Donau hochfährt und... Mein Gott, wie nervig. Okay, also das ist ein Schlitzohr, dieser Bauernanführer. Wir ziehen mal aus Mangel an Alternativen darunter. Müssen wir eigentlich mit den 10.000 schaffen. Ziehen wir mit denen mit? Ja, im Notfall müssen wir unsere eigenen Schiffe nutzen. Okay, wir müssen das... Ja, können wir das beobachten? Nein, wir haben keine Sicht. Er geht da aber auch aufs Wasser. Ah, schaut mal. Vielleicht landet er ja direkt hier wieder. Nee. Ich vermute mal, sie konzentrieren sich auf Sizilien. Nein, da unten kommt er. Okay, gut. Aber erstmal haben wir einen Zunftstreit. Die Schmiede und die Kaufmannszunft von Capua haben mir jeweils einen Gesandten geschickt. Die beiden Gilden haben unüberbrückbare Differenzen bezüglich des Handels mit Roheisen in der Gemeinde und möchten, dass ich ihren Streit schlichte. Insgeheim haben beide Gesandte mir ein lukratives Geschäft mit ihrer Zunft angeboten, falls ich mich auf ihre Seite schlage. Wir sind ehrlich, deswegen denke ich, ist klar, dass wir so reagieren. Das passt am besten zu uns. Okay, 71%, dass das erfolgreich ist. Mal gucken. Ja, zusammenwirkende Zünfte. Das bedeutet was genau? Sehen wir das hier? Studiert Bild? Ach nee, das sehen wir in der Stadt selbst. Ne? Naja, gut. So, sie gehen an Land. Das ist gut. Wir bewegen uns dorthin. Könnte das erhoffte Ende dieses Aufstandes sein? Ich hoffe es einfach nur. Damit wir unseren Italienplan verwirklichen können. Und Großkönigin Ludmilla ist erneut schwanger geworden. Nun ja. So, da kommt es zur Schlacht. Aber das ist eine Schlacht von anlandenden Bauern. Das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Das ist die entscheidende Schlacht. Aber aufgrund der Schulden. Und die Schulden, das wurde mir glaubwürdig erläutert, woher die Schulden kommen. Die kommen daher, dass sie sich auf die Schiffe einschiffen lassen müssen. Und das ist ja mit Kosten verbunden. Oh nein, jetzt sind da nur auf dieser popligen Insel, auf Malta, sind jetzt nur noch die Bauern. Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, der macht mich fertig. Der verhindert möglicherweise, dass wir unser Ziel erreichen. Im Moment ist er nirgendwo. Oder haben wir hier oben noch, haben wir noch irgendwo anders feindliche Bauernheere? Armeen, wir sehen auch keine Belagerungen. Scheint mir so zu sein, dass sie hier nur sind. Wobei, hier müssten wir eine Belagerung sehen. Ja, das Blöde ist, wenn wir dort anlanden, da kriegen wir die doch nicht besiegt. Aufgrund dieses Malus. Aber sie haben ja auch diesen 100er Malus. Insofern könnte das Ganze kompensieren. Wir versuchen das. Wir werden da rausgehen. Unsere einzige Möglichkeit. Dadurch, dass sie verschuldet sind, sollte unser Anlandemalus nicht so hoch sein. Mal gucken, ob ich mich verkalkuliere oder ob das so sein wird. Euer Nachbar greift an. König Igor von Kroatien greift Kaiserin Rüxa. Okay. Da geht es aber um den kroatischen Teil von Italien. Ja, natürlich ungünstig. Ja, Auslauf ist gestorben, wenn die jetzt auch noch was von Italien... Wobei, es wäre gar nicht so ungünstig, weil wir gegen die ja keinen Waffenstillstand haben. So, die Schlacht beginnt. Okay, alles klar. Ich habe richtig kalkuliert. Und er ist tatsächlich auch dort. Wir haben nochmal einen skandalösen Priester. König Dervan. Aber ich glaube... Wir verteidigen ihn erneut. Ne? Wir sind auch fast befreundet. Es gab da... Na, befreundet sind wir nicht, aber es gab gute Beziehungen untereinander. Ja, und wir sind eh zynisch. Wir werden ihn verteidigen. So, endlich ist die Sache durch. Okay, so sei es. Der Aufstand war unangenehm. Wir werden die Armeen aber trotzdem auflösen müssen. Und die Frage ist, wie schnell sind sie jetzt wieder da? Wir müssen den Krieg führen. Und irgendwelche Truppen werden schon da sein. Wir müssen einfach jetzt anfangen, würde ich mal sagen. Gut. Was wir aber nicht vergessen sollten, ist, dass wir diese Bauernanführer auch hinrichten lassen müssen. Das sind sie, die beiden. Der vom ersten Aufstand, der vom zweiten. Und ich würde sagen, unsere neue, ich kann es vielleicht sogar als aufgeklärte Haltung
Das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Die wird sich dadurch deutlich zeigen, dass wir ihn diesmal nicht auf dem Scheiterhaufen verbrennen, sondern auf humane Art und Weise enthaupten, würde ich mal sagen. Das ist doch ein echter Fortschritt, würde ich sagen. Und das machen wir mit ihm genauso. So, okay. Also wir haben keine Truppen ausgehoben. Das heißt, jetzt ist der Angriff auf Italien möglich. Es geht um Religionskrieg, Herzogtum. Und zwar jetzt auch das Richtige auswählen. Das mit den meisten Grafschaften, die Lombardei. Jawohl. Sie hat einiges an Truppen. Vermutlich hat sie ein paar Söldner sich noch geholt. Ja, an Aufgebote 12.000. Wow, wo kommt das denn her? Ist ja enorm. Okay, also... Naja, aber die ziehen jetzt vermutlich in die andere Richtung. Wir werden also den Krieg erklären. Jetzt bin ich mal gespannt. Also was sicher möglich sein wird, dass wir die Krieger relativ schnell, vielleicht auch sofort reinholen. Wir haben übrigens schon, die 50%, weil wir immer noch sie haben. Und es war doch eine Prinzessin von Italien, die wir im Gefängnis hatten. Ich hatte mich doch richtig erinnert, ich habe es nur verwechselt. Ja, und weil wir sie noch im Gefängnis haben, haben wir auch wieder gleich sofort den Kriegsstand von 50%. Und das ist hervorragend. Das heißt, vielleicht genügt es, die Hauptstadt zu erobern, um jetzt hier zum Ziel zu kommen. Toll, nicht wahr? So, wir werden den Sammelpunkt... Ja. Ich mache ihn mal hier hin jetzt. Jetzt ist die Frage, Kriegsvolk, 48 Tage, das geht doch. Das geht doch. Das ist ja wirklich gut, dass wir das nach dem Krieg jetzt machen konnten. Heben wir mal dort aus. Dann verschiebe ich das ganze Ding wieder dahin. Ja, warte mal. Manchmal ist das Linksklick, manchmal Rechtsklick. Ich werde noch wahnsinnig... Ach so, das ist gar nicht Teil unseres Reiches. Okay. Ja, ich glaube, es ist unkritisch, es hier hinzubringen. Kriegsorden, Kriegerorden Perun, bitte. Anwerben. Und vermutlich brauchen wir auch noch ein paar Bauern. Wir müssen uns ja so weit austeilen, dass wir gut belagern können. Aber wir können diesmal auch mit den Kriegern belagern, oder? Ich erwarte jetzt nicht so viel Widerstand. Aber wir holen uns noch ein paar Bauern. Und zwar sammeln wir die mal hier. Und ich denke, mehr als 20.000 brauchen wir dann nicht. So, der Gegner zieht in Richtung seines anderen Feindes. Wir können hier schon mal mit der Belagerung beginnen, auch wenn das keine Belagerungsexperten hier sind. Der Großmeister selbst führt das. Wir sind bei 17.000, 19.000. Ah, okay, geht doch gegen uns. Verona wird belagert. Könnten wir möglicherweise auch erstmal eine Schlacht schlagen. Okay, 25.000 reicht aber jetzt. So, stopp. Auf die müssen wir warten. Hier würde ich sagen, teilen wir die Armee schon mal. Und schicken ein Teil. Ja, also das ist hier das Kriegsziel, ne? Also die Hauptstadt würde aber vermutlich genügen. Wir brauchen insofern erstmal einen Befehlshaber, der auch belagern kann. Er hier. Er bewegt sich schon mal in Richtung Hauptstadt. Für die zweite Armee ist ebenfalls ein Belagerer notwendig. Borovoi. Wir brauchen natürlich dann nur noch die Bombarden. Der zieht hier andersrum. Am liebsten so, so und so. Da kriegen wir trotzdem was ab. Ja, 643, aber egal. Das können die Bauern ab. Und hier warten wir, dass die da endlich durch sind. Ja, sie sind da. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden wie gewohnt zwei Bombarden abteilen. Das halbieren wir. Die eine Hälfte davon ziehen wir hier mit. Aber auch hier wiederum. Und die anderen 170, die kommen dahin. Dann wird die Belagerung erst eine richtige Belagerung. Und hier ziehen wir mal zu den Gegnern, wobei es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht können wir hier auf dem Weg zu den Gegnern ziehen und die dann vielleicht einfach attackieren, ja. Das ist ganz gut.
Das lassen wir so laufen. Wichtig sind jetzt die Bombarden und dann können wir im Prinzip, jetzt dürfte das mit der Belagerung deutlich schneller gehen, ja 3 Monate, kein Problem. Und jetzt können wir nämlich auch die Ritter hier mal wieder rausnehmen. Die sind da eigentlich dann überflüssig. Ja, ist die Frage, wo wir die hinbringen. Bringen wir sie mal dahin, falls hier noch Kampfeshilfe nötig sein wird. So, die fügen wir zusammen. Das ist schon wieder kein... Ah, wisst ihr was? Der hat wieder den Befehlshaber gewechselt. Dann ändere ich das nochmal. So. Weil die Hauptarmee natürlich eine andere war. Und der geht dort ins Gebirge. Ist kein guter Ort zum Kämpfen, aber wir sind überlegen. Die Frage ist, ob wir überhaupt den Kampf suchen müssen oder ob nicht da unten die Belagerung völlig ausreicht. Okay, er flieht in Richtung Norden. Ja, soll er dahin fliehen? Wir bleiben hier und warten auf ihn. Gibt keinen Grund, ihm danach zu folgen. Entscheidend ist jetzt diese Belagerung der Hauptstadt. Das könnte die Sache hoffentlich relativ schnell beenden. Was ist hier eigentlich in der Nachbarschaft los? Okay. Der Kaiser wird von einem Grafen angegriffen. Soweit ist es gekommen mit dem Heiligen Römischen Reich. Hier Kasan und Plyos. Nicht wesentlich für uns. So, die sind jetzt auch beisammen. Hier hat das allerdings geklappt mit dem Pionier. Der führt jetzt auch die Belagerung. So, was machen die jetzt? Die bewegen sich dorthin. Wir verschieben uns mit. Ah, die wollen sich... Ah, okay, die wollen sich zusammenziehen. Na gut, dann kommen wir auch hier mit. Mit unseren beiden Armeen. Jetzt gehen sie wieder zurück. Gut, dann gehen wir auch zurück. Ihr bleibt hier in der Nähe. Und die Belagerung ist hoffentlich gleich beendet. 1437 haben wir es immer noch. Wir sind bei 69. Okay, da habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, dass die Hauptstadt da mehr bringt. Ist aber nicht der Fall. Da müssen wir weiterziehen. Und jetzt wirklich auf das Kriegsziel achten. Das wäre das nächste logische Ziel. So, die Gegner ziehen dahin. Wir folgen. Und diesmal ist es eine Tochter, Gertruda. Mögest du stark und weise sein. Okay, also eine schöne, große, gewonnene Schlacht hätte natürlich jetzt auch was. Idealerweise nicht in den Bergen. Aber das wird wohl nicht funktionieren. Passt auf, dann versuchen wir die Schlacht jetzt trotzdem zu schlagen. Ich bin ziemlich optimistisch, dass uns das gelingen wird. Nein, sie sind schneller. Wir können sie hier nicht schlagen. Da haben wir Verluste. Dann bleiben wir hier stehen, auch wenn wir eigentlich gar nicht richtig belagern können und wollen. Doch, wir sind ja auch eine Belagerungsarmee. Habe ich ganz vergessen. Wir haben ja Bombarden. Ja, natürlich. Dann ist es das ja noch besser, wenn wir dort mit weiter belagern. Falls sie hier zu uns kommen, dann werden wir was tun können. Außer die sind natürlich ein bisschen gefährdet. Und da wollen sie zurückbelagern. Und hier kommt es jetzt echt zur Schlacht. Ernsthaft? Okay. Dann gehen wir damit rein. Das ist eigentlich ganz nach unserem Geschmack. Stanislava wird erwachsen. Okay. Sie wird möglicherweise Königin von Böhmen. Die Belagerung funktioniert gar nicht. Die Garnison ist zu groß. Hervorragend. Die Schlacht wird, wie erwarten, gewonnen. Wir sind bei 88. Das heißt, mit dem Sieg könnte die Geschichte schon zu Ende sein. Los, kommt, macht das. Jawohl, wir haben's. Okay, mit dem Sieg. Gut, damit erzwingen wir die Forderungen. So sei es, wir erhalten all das Land und das ist schon wesentlich. Das ist schon wesentlich. Wir lösen unsere Truppen auf und sind natürlich jetzt über der Domänenschwelle, ganz klar. Aber, haha, wir besitzen Parma. Und ich hoffe, Parma ist jetzt tatsächlich in der Lage... War das... Nein, das war Padua. Das habe ich gerade verwechselt. Das machen wir aber auch noch. Padua und Siena sind die Universitätsstandorte. Nee, das ist hier irrelevant. Das heißt, wir können Folgendes tun. Ich denke, wir sollten das Herzogtum gründen. Oder übernehmen, besser gesagt. So. Und
dann werden wir das Ganze, wie angesprochen, jetzt unserem Sohn geben, so dass er hier schon die ersten Meriten sich verdienen kann. Also, Titel vergeben. Das Herzogtum mit all diesen wunderbaren Grafschaften. Muss er noch mal sehen, wie er damit klarkommt. Das wird er dann verteilen an Leute, die ihm lieb sind. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Okay, unser direkter Vasall ist er geworden. So, die Lombardei gehört zu uns. Alles klar. Ein Kriegerorden ist, glaube ich, noch eingestiegen gewesen zu guter Letzt. 8 von 7, das ist doch gut. Er kann ziemlich gut verwalten. Erstaunlich. Hilft seine Frau ein bisschen. Ja, prima. So, dann können wir mal das Ganze überprüfen. Wir schauen nochmal hier aufs Königreich. Wenn wir jetzt schaffen, ihr seht es, ihr habt nur 12 von 13 erforderlichen Grafschaften. Das heißt, eine benötigen wir noch, mindestens eine. Und ich denke, der Plan wird also sein, in weiteren 5 Jahren den nächsten Krieg gegen Italien zu führen, um dann entweder das Herzogtum Emilia oder Piemont zu erobern. Dann haben wir genügend Grafschaften. Dann können wir das Königreich Italien gründen und dann können wir in dann wiederum weiteren 5 Jahren einen de jure Krieg um das Königreich, um alle de jure Besitztümer führen, so dass wir dann auch dieses hier miterobern müssten. Genau. Ja. Und dann müsste alles, was zu Italien gehört und dem Kaiserreich Italien wiederum gehört, das müsste dann unser sein und ein großer Teil der Aufgabe wäre erfüllt. Gut, das ist der Plan. Dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Pontifikat 1438. Das heißt, im nächsten Jahr geht es schon gegen das Pontifikat. Das müsste das nächste Ziel sein, genau. Krieger von Perun erstmal unterlassen. Das wird dann wieder ein bisschen anders, weil... Na gut, jetzt haben sie keine... Aber sie werden sich wieder wahnsinnig viel Söldner kaufen. So. Oh, was ist hier? Wir können einen Nachbar vasalisieren. Das ist ja interessant. Gräfin Dobrowa von Sassen wird durch einen Bauernaufstand angegriffen. Aha. Kakisalmi. Aber hier steht... Ah, okay. Mit niedrigen Feudalpflichten wäre er tatsächlich bereit. Ja, das ist tatsächlich eine nette Mod, die das mitberechnet. Ist in meiner Modliste, das ist diese hier, Show Expanded Alerts Option. Ich weiß gar nicht, ob die dazu mitgehört oder ob das eine eigene ist. Wenn man das anzeigt, dann kann man sich hier die speziellen Bedingungen zusätzlich noch als Alarm einstellen. Unter anderem verpasst man dann so etwas Praktisches nicht. Sehr, sehr gute Mod. Okay. So, halt Quatsch. Das war Unsinn. Jetzt habe ich die andere auch noch angestellt. Ich will es eigentlich verbergen. Verbergen ist hier oben. Da. Halt. So, aber jetzt gucken wir uns den mal an. Wo befindet er sich denn eigentlich? Okay, das ist eine... Wie, was ist damit gewesen? Ich meine, das ist auch ein Krutoi. Warum ist die unabhängig? Was war da vorher los? Gucken wir uns mal die Titelgeschichte an. Aha. Schaut mal, das ist der Unterschied. Vorher war es keine Krutoi-Linie und irgendwie ist das in eine Krutoi-Linie gegangen und deshalb ist er bereit, sich einzuordnen. Ja, aber was war das denn vorher? Sieht man das irgendwo? Die waren noch nicht die ganze Zeit unabhängig. Hm, gut, das kriegen wir jetzt leider nicht raus. Aber ich denke, wir werden das so machen. Wir werden unter der Bedingung das akzeptieren. Und wir gucken mal, was das eigentlich für ein de jure Gebiet ist. Das gehört de jure zum Herzogtum Karelien. Das Herzogtum Karelien gehört Herzog Kresimir. Ja, ich würde sagen, spricht nichts dagegen, ihm das dann auch zu geben. Dann gibt es wieder Ordnung. Okay. So, wie heißt das jetzt? Wo finden wir das? Nee, das ist Quatsch. Ich muss ihm ja Vasallen geben und nicht Titel. Das ist ja Unsinn. Warum kann ich das nicht? Ah, wisst ihr was? Ich kann das nicht, weil das nicht mein direkter Vasall ist. Das heißt, ich muss das dem Schweden geben. Gut, das ist unser Freund. Das ist natürlich auch noch nachvollziehbar. So, jetzt müssen wir ihn bloß finden.
Ist er ganz unten? Santok, Rama, Hamburg, Lusatia, Genua. Oder missverstehe ich da was? Ist der nicht unser direkter Vasall jetzt geworden? Ach, der muss das erstmal annehmen, Leute. Oh, okay. Das geht gar nicht sofort. Wir haben ja jetzt erst einen Brief geschrieben. Jetzt. Jetzt ist es so. Okay, und jetzt können wir das auch. Und dann machen wir das nochmal. Unser Freund hier, du bekommst einen Vasallen. Und wo finden wir ihn jetzt? Ah, ich denke, aha, hier, Kakisalmi. Perfekt. So, damit ist das geregelt und das gehört de jure jetzt zu diesem speziellen Schweden und er muss sehen, ob es er dann dem Herzog gibt oder auch nicht. Das ist dann seine Entscheidung. So, die Schlachten sind gewonnen. Wir warten jetzt auf den September, darauf, dass wir erneut einen Krieg mit dem Papst anfangen können. Und hier ist die Frage, ob wir nicht in einer Hauruck-Aktion es irgendwie hinkriegen, dass er nicht so viele Söldner ausheben kann, indem wir ganz schnell alles hier besetzen. Die Hauptstadt. Ja, was ist überhaupt das Ziel dieses Krieges? Ne? Oh, er hat Kontrolle in Bologna beendet. Das ist gut. Da können wir nochmal gucken, haben wir noch irgendwo in unseren eigenen Gebieten die Notwendigkeit. Warte mal, das finden wir immer hier. Nee. Oh, ich sehe aber gerade die Möglichkeit, Kind an Universität schicken ist da. Ja, na fantastisch. Oh mein Gott, wir können alle unsere Kinder an die Universität schicken. Den Dreijährigen scheint mir jetzt ein bisschen komisch zu sein. Hanna könnten wir schicken, aber das ist undenkbar meines Erachtens gewesen. Ich meinte, auch wir sind eine Männer, ja, eine patriarchale Gesellschaftskultur und Religion. Männlich dominiert. Kann mir nicht vorstellen, also es ist quasi dasselbe wie im Christentum, dass jetzt hier Frauen studieren. Ist leider so. Das wäre unpassend. Aber unser Sohn, wenn er dann so alt ist, dann können wir das erledigen. So, was ich aber eigentlich tun wollte, ich wollte ihm hier eine neue Aufgabe geben. Ich denke, Befehlshaber ausbilden ist die interessantere Option. So, sind die ganzen Baumaßnahmen, die sind auch schon wieder abgeschlossen. Wir gucken mal hier, es gibt einen Angriff. Königreich Estland. Das ist jetzt mal, das hat es, glaube ich, seit langer Zeit, oder ich kann mich gar nicht erinnern, dass es das überhaupt gegeben hat. Der estnische König wird angegriffen von Ratspräsident Sügmund vom Herzogtum Hålogaland, das heißt von einem der unsrigen, oder? Ist das nicht der Typ, der sich uns untergeordnet hatte, als Vasall, den wir dem Norweger gegeben haben? Das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich möchte das verhindern. Das bringt hier unsere guten Beziehungen. Aber das können wir nicht verhindern. Doch. Dynastiekriege beenden. Wir können es. Das erlauben wir nicht. In der Dynastie muss Ordnung herrschen und Freundschaft und sei sie auch erzwungen. Gut, ich wollte hier nochmal durchgehen und weitere Bauten anregen. Das machen wir. Wir gehen hier auf Grünland 5 in Rostock, Höfe und Felder 5, Wedigerath geht nicht, Wollin, ebenfalls Höfe und Felder, Cedinia, Lucca, Florenz, Gärten und oh, jetzt werden es Herrenhäuser, Capua, Capua ist schön ausgebaut. Bienenhäuser noch verbessern und Bologna. Da gehen wir in diese Richtung. Okay, also das heißt, es ist wieder ein bisschen investiert worden. Und die Universität ist auch in Neapel gebaut worden. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wartet mal, Neapel. Das bringt dasselbe wie beim anderen. Ich frage mich, ob es sich jetzt, ob es addiert, ne? Das wäre natürlich krass. Wir gucken mal hier, wie sich das zusammensetzt. Wir sehen es nicht richtig. Das sind zu viele Effekte. Die werden uns nicht alle angezeigt. Ich sehe zumindest nicht den Universitätseffekt. Aber wir können es mal hier gucken bei unserer Bildungsstufe. Wir sind auf 48.
Aber auch da fehlt, glaube ich, der Universitätseffekt. Aber ich glaube, wir waren bei 45, sind jetzt bei 48. Das heißt, es zählt zusätzlich, was natürlich krass ist. Ein 48er Bildungswert, das ist der Hammer, Leute. Bringt allerdings vor allem Frömmigkeit. Nun gut, auch nicht ganz unwichtig für uns, für unsere Kriegsgründe. Okay, Lieben, also, das nächste ist, und das wird durchaus spannend, ein Krieg gegen den Papst. Das Blöde daran ist wiederum, dass wir gucken mal, wie es aussieht mit den Kriegsgründen, dass das zwei Herzogtümer sind. Das ist halt sehr, sehr, sehr ungünstig. Das heißt, wir müssen erst Toskana kämpfen und dann gegebenenfalls noch Pisa. Aber das Spannende ist jetzt wirklich, und das weiß ich nicht, was passiert, wenn wir ihm hier tatsächlich seinen letzten Landtitel wegnehmen? Kriegt er irgendwo anders noch einen Landtitel? Entzieht er seinen Vasallen irgendwo noch einen Landtitel? Auch das ist ja denkbar. Was passiert da? Wir werden es vielleicht erleben in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.